Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2, nachdem wir beim letzten Mal auf dieser Karte hier mit der vierten Fallschirmjäger-Division echt, ziemlich auf die Schnauze bekommen haben, werden wir uns hier das Ganze nochmal anschauen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass beim letzten Mal nicht wir das Problem waren, sondern eher die KI, die auf der linken Seite, wo sie sich auch diesmal wieder aufgestellt hat, nicht wirklich gut am Arbeiten war. So, wir stellen die Scouts wieder hier oben auf. Die Radpanzer können ja gegen gegnerische Infanterie ganz gut arbeiten. Das haben wir hier gesehen. So, ansonsten die normalen Scouts stellen wir... immer dahin. Wir unterstützen das da auch wieder mit zwei diesmal. Die stellen wir. Stellen wir hier hin und lassen sie dann hier an die Ecke rangehen. Dass sie quasi so ein bisschen hier die Range abdecken. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. So, dann. Zwei von denen hätte ich gerne hier. Zwei von denen hätte ich gerne hier. Und ansonsten machen wir das wieder, dass wir das hier so aufteilen. Einmal dort welche. Einmal hier welche. Und das Ganze dann nochmal. Hätten wir eigentlich gleich machen können. So. Wollen Sie mitfahren? Zack. Weil der Wald war an für sich eigentlich ganz gut. Wir hätten ihn nur aktiver spielen müssen. So, Flugabwehr. Nehme ich diesmal auch schon mal welche mit. Mann. So, hier, diese Freifläche ist natürlich, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon versucht, prädestiniert für den Elefanten. Was wir machen ist, wir stellen hier eine Panzerabwehr. Tja, wo stellen wir sie hin? Versuchen wir sie da in den Wald zu kriegen, ohne dass wir sie groß verteidigen können. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir spielen mal passiv. An dieser Position müssen wir raus. Hat jemand ein Taxi bestellt? Den Scout versuchen wir hier vorne reinzubringen. Und die zwei. Gehen mal dahin. So, jetzt haben wir noch 85 Punkte. Der Elefant, Flugabwehr, Mörser, Infanterie. Na, vielleicht nehmen wir doch mal einen Radpanzer noch mit hier drüben hin. Wo werden wir gebraucht? In der Hoffnung, dass. Was hat er für eine Reichweite mit seiner. 57 Meter, dass hier nichts an groß am Panzern am Anfang kommt, sondern dass wir da vielleicht ein paar LKWs rausrotzen können. Und dann lassen wir mal die Scouts haben sogar Panzerwaffen. Wir lassen mal die 50 Punkte. Und sparen die uns für den Elefanten. Gut, dass wir Flugabwehr mitgenommen haben. Eigentlich könnte ich gleich noch eine weitere Flugabwehr mit reinholen. Gott, hat der viele Scouts, ey. Die KI hat immer ganz komische Decks, muss man sagen. Jawohl. Taxi bereit.
schneller, aber seid schussbereit. So. Taxi bereit. An dieser Position müssen wir raus. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Ach, die schießen da hoch. Ach, auf den Scout, okay. Ich hab ihn. Sperrtrupp bereit. So, wie sieht's denn hier aus? Wollen Sie mitfahren? Paracadutisti pronti, signore. So. Ja, Feuer frei. Ich hab ihn. Sperrtrupp bereit. Wir ziehen uns trotzdem mal zurück. Feuereröffnung auf mein Befehl. Weil da jetzt so ein komischer Carrier kommt und ich glaube. Speer zur Stelle. Ein Abschuss. Kriegen wir den noch raus? Wie lauten Ihre Befehle? Nee, zieh dich mal zurück. So, ach doch, warte mal, da ist er doch. Knallt sie ab! Knallt sie ab! Ich hab ihn. Sehr gut, aber gegen den Sherman können wir nichts machen, deswegen ziehen wir uns mal in den Wald zurück. Da ist Bewegung drin. Bei erkanntem Feind Feuer frei. Das gefällt mir jetzt hier nicht so wirklich. Bereit, Herr Kommandant. Oh fuck. Ja, Hauptmann. Annientati. Wow. Nemico a terra. Abbiamo bisogno di morfina. Santo cielo. In attesa di combattere. Bei Kampfentfernung Feuer. Santo cielo. Ziel zerstört. Okay, perfekt. Hört. Sì, signore. Pusht jetzt hier schon rein, das ist natürlich blöd. Diamo un'occhiata. Oh Gott, der T-70. Nemico a terra. Eieiei, er pusht hier diesmal deutlich. Ach du lieber Himmel. Siamo parà, è normale essere circondati. Annientati. So, Panzerabwehr. Ja. Uomo a terra. Da hatten wir letztens mal hier eine Panzerabwehrstellung. Vittorio, abbassati. Santo cielo. Unità di ricognizione ai suoi ordini. Marsch, aber achten Sie auf unsere Flanken. Nemico avvistato, prepararsi per il combattimento. Ja, man nimmt hier oben den Punkt ein. Settimo Plotone, Compagnia C. Taxi, dort müssen wir hin. Geschütz einsatzbereit. Gucken wir mal, dass wir da eventuell mit dem Geschütz helfen können. Der Elefant ist halt übel langsam. Jawohl, Hauptmann. Oh, Scheiße! Sag mal, hatten die das nicht geändert, dass da nicht alle rausgehen? Jetzt hat er mir ja trotzdem die Fahrzeuge komplett rausgenommen. Scheißen Dreck, ey. Abbiamo bisogno di morfina. Sì, signore. Feind gesichtet. Annientati. Ja, bei dem kommen 4 Einheiten raus. Bei mir schießt er die LKWs ab, ohne dass es irgendwas... Das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unfair, muss ich zugeben.
können es kaum erwarten. Ah, nimmt die komplett dort raus. Das ist natürlich ekelhaft. Sí, señor, sí. Vittorio, abbassati. Plotone informazione è pronto. Heben wir die da alle raus? Komm schon. Settimo Plotone, yes. Compagnia C. Einer hat sich verdünnisiert, das ist egal, aber wenn man... Ja, okay, gut. Erstmal wieder weg, dass der T-70 uns da nicht ärgert. Abbiamo bisogno di morfina. Bei erkanntem Feind, Feuer frei. So, der Elefant versucht hier unten mit zu unterstützen. In Ordnung. Hier scheint noch irgendwas drinne zu stecken. Wir nähern uns dem Feind, Herr Kommandant. Wo werden wir gebraucht? Avanti. Feind gesichtet. So. Naja, Valentine, das ist aber harmlos. Wie sieht es mal auf der linken Seite aus? Okay, er hat den Punkt hier wieder nicht, aber er pusht hier. Und wir fliegen wieder 16 zu 8 zurück. Das gibt's doch gar nicht. Leute! Bereit, Panzer zu knacken. Los, Jungs, Augen auf. Jawohl, Hauptmann. Speer zur Stelle. Ja, Ladeschütze. Panzergranate bereithalten. Man kann nie wissen. Ohne uns wären sie blind. Annientati. Ja, Hauptmann? Feind gesichtet. Da ist eine Flugabwehrstellung. Auf der Suche nach Beute. Erwarten Ihre Befehle. Richtung Heimat. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Hört. Es hat Unteroffizier Stein erwischt. Kommt, schießt auf den. Ich hab ihn. Fahrer getötet, klasse. Ja, Hauptmann. Ziel zerstört. Ach Mist, bereit, da steht schon jemand. Warum habe ich den nicht aufgeklärt? Balltreffer, Ziel zerstört. Das ist blöd, dass da schon welche in dem Wald drin stecken. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis Phase A vorbei ist, weil wir können dann... Ach du Scheiße. Der brennt lichterloh. Das Problem ist, dass die Shermans ja wieder eigene Flugabwehr auf ihren scheiß Flugzeugen haben. Ah, okay. Bereit, einem Panzer den Garaus zu machen. Ich höre. Jawohl, wird gemacht. Steh Bewegung, macht euch kampfbereit. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? Ja, 14-10. Es ist diesmal nicht ganz so schlimm. Wir müssen wenigstens den Punkt hier kriegen. Das wäre wichtig. Und geil wäre eigentlich auch noch der Punkt. Wir haben aber leider nur eine von dieser Focke Wolf. Das ist irgendwie strange. So, hier. Ausladen. Auf der Suche nach Beute.
So, Infanterie. Verstanden. Setzen wir hier gut unter Druck. Wo ist denn der Offizier? Der braucht noch. Oh, Phase B. Auf der Suche nach Beute. Vielleicht auch mal noch eine Abwehr mit hier hinsetzen. Wir die da irgendwie raus, weil die haben auch Panzerabwehr dabei. Kommt schon, die müssen raus. Yes. Okay, ich hätte gerne noch einen Scout hier. So, sehr gut. Gut, dann ziehen wir uns mal ein Stück weit zurück. Wie sieht's denn hier auf der Seite jetzt aus? Sie, Kommandante? Hoffentlich entdeckt uns der Feind nicht im offenen Gelände. Nemico avvistato. Prepararsi per il combattimento. Scheiße. So, der Scout, der geht hoffentlich raus. Abbiamo bisogno di morfina. Okay, krass, er nimmt mir dort die... Bereit, Herr Kommandant. Das war jetzt auch nicht so geplant, dass er mir dort die Panzerabwehrwaffe rausnimmt. Und die sind zu... Zur Stille. Was? Hä? Was hat er mir denn dort jetzt rausgenommen? Ach nein, er fährt wieder so komisch mit seinen Einheiten. Das hat er das letzte Mal schon gemacht, ey. Das ist zum Kotzen. Feind gesichtet. Dicke Luft hier oben. Brecher ab, Ende. Ich habe getroffen. Victor. Erwarte Anweisungen. So, damit wir die da mal rauskriegen, das wäre ganz praktisch. Wiederholen Sie, Gefechtsstand. So, und jetzt noch der Scout. Feind gesichtet, seid auf der Uhr. Herr Kommandant? Diamo un'occhiata. Rot 1 an alle. Okay. Speer zur Stelle. Könnt ihr den da irgendwie angreifen? Taxi, dort müssen wir hin. So, und hier brauchen wir auch noch ein bisschen Infanterie. Vor allen Dingen erstmal noch einen Offizier und dann... den. So, sehr gut. Speer zur Stelle. Zurück! Und zwar langsam! Sie, Kommandante? Vorwärts und immer nach dem Feind Ausschau halten. Melden uns zum Dienst, Herr Kommandant. So, Unterstützung. So, wieder aufpassen, dass wir den jetzt richtig... Feuerstellung. Fuck. Zurückfallen lassen. Scheißendreck. Vergessen, die zurückzuziehen. Ach, ärgerlich. Und es steht immer noch... Das gibt's da gar nicht. Verlieren wir das jetzt schon wieder hier, oder was? Wir haben keine Granaten mehr. Höre sie klar und deutlich. Ja, aber das ist eher... mein Problem hier.
verranno individuati. Was sind Ihre Befehle? Hier hängt irgendwo noch jemand. Und zwar langsam! Hauptmann, Feuerbereitschaft hergestellt. Annientati! Knallt sie ab! Marschbereitschaft hergestellt. Rückwärts, Marsch! Das ist wieder übelst gefährlich, hier durch diese Wälder, durch diese Straßen zu fahren. Volle Schwarze! Speer bereit. Kehrt. Sergente Battista è stato colpito. Jawohl, Herr Kommandant. So viel Infanterie hier. Ah, nimmt er mir den Scout raus. Verdammt. Ci sparano! Feind gesichtet! Dann nimmt er mir dort den Scout raus, okay. Wollen Sie mitfahren? Für das Vaterland! Hoch auf dem gelben Wald. Das mach mal lieber nicht. So, er nimmt uns dort den Punkt wieder weg. Da versuchen wir mal mit, auch mit einem Panther zu helfen. Jawohl, Hauptmann. 13 zu 11. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. So verstanden. Ende. Ja, das hat man gerade ausgeglichen. Alter Falter, hat der hier viel stehen. Was gibt es zu tun? Ci stiamo muovendo, uomini. Wir wurden getroffen. Plotone informazione è pronto. Esposito, De Luca, con me. Müssen den Wald irgendwie mal säubern. Stillgestanden? Knochensack sitzt, der ist erledigt. Uomo a terra! Geschütz überprüft und einsatzbereit. Wir brauchen hier noch mehr Infanterie. Wie sieht's aus, Hauptmann? What the fuck? Jetzt macht er den übelsten Push hier. Bereit, Herr Kommandant. Uomo a terra! Wir haben uns hier festgenagelt! Was zur Hölle, ey. Spähtrupp bereit. Wow, der Scout geht direkt raus. In Bewegung, macht euch kampfbereit. Marsch, marsch. Fallschirmjäger zu Diensten. Alter, mit was pusht der denn jetzt hier? Ist ja mal übel krass. Bereit, Herr Kommandant. Wir haben Verluste erlitten. Speer bereit. Ja, nimmt mir jetzt hier die Spähwagen raus. Vittorio, abbassati. Siamo parà. È normale essere circondati. Ach, okay, die haben keine Munition mehr. Okay, dann gehen die jetzt auch raus. Wie lauten ihre Befehle? Was zur Hölle, ey? Abbiamo bisogno di morfina. Schieß doch mal auf die Panzer und nicht auf die Infanterie, ey. Okay, er pusht hier rechts echt massiv. Nein! Nein! Oh, ich dachte schon, wo ist denn der Elefant? Der ist hier. Oh, ich dachte schon, der hat mir den Elefanten jetzt rausgenommen. Ach, Gott sei Dank, das war nicht der Elefant. Oh, jetzt hatte ich echt kurz ein bisschen Schiss. Ja, um Gottes Willen, es wird schon. Entspannt euch. Wir führen sogar.
macht hier oben? Zurück! Und zwar langsam! Das Problem ist... Oh, was macht er denn da? So, jetzt ist der Panther hier oben, das ist schon mal gut. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das denn? Jetzt pusht er dort rein. Oh mein Gott. Jetzt haben wir hier echt massive Probleme, weil er aber auch mit so viel Panzern kommt. Ja, und unser Panther kann da nicht wirklich mal irgendwie Schaden machen. So, jetzt müssen wir noch mit einem Tiger hier aushelfen. Ja, dann zieh den Punkt jetzt schon. Das ist natürlich jetzt scheiße. Scheiße, verdammt! Wir haben Munition geladen! Und er schafft es nicht, diese T-34 aus. Was? Wie? Von wo hat denn der jetzt den Panther hier rausgenommen? Alter, scheiße. Kamrad, Kamrad! Hier fährt schon der Panzer durch die Gegend! Unser Panther ist so doof zum Scheißen, ey. Na endlich. Zurück. Und zwar langsam. Stiamo ascoltando. Also zum Glück können wir hier die Hochfläche halten. Verdammt, ich wurde schwer getroffen. Herr Kommandant, feuert auf alles, was sich bewegt. Ah. Der Panzer hier ist raus. Okay. Jetzt brauchen wir hier mal noch einen Scout für den Tiger. Weg. Ach, hallo, guten Tag. Stillgestanden? Ich hab ihn. Wir wurden aufgeklärt. Krass, wie die einer nach der anderen einfach rausgehen. Fallschirmjäger, kampfbereit. Gute Arbeit, Schütze. Herr Kommandant? Le chiacchiere le lasciamo per... Alter, was kommt da denn alles? Pitzmann hat's erwischt. Santo cielo. Aprite il fuoco. Erster Zug zur Stelle. Wir brauchen hier Morphium. Ziel zerstört. Ob stürmt oder schneit. Die schießen mich da jetzt echt zusammen, ne? Erster Zug zur Stelle. Esposito, De Luca, con me. Siamo parà. È normale essere circondati. Jetzt wird es ernst. Er konnte Feind selbstständig bekämpfen. Zielverteilung von links nach rechts. Feuer! Zug ist die zurückziehen. Hab ich dich! Sì, Kommandante. Sehr schön. Der Tiger ist... Ne, der Panther ist da. Mich hat's erwischt! So, die E-Wecken. Kamerad, Kamerad. Hier haben wir die Punkte, wir führen jetzt endlich. Wo, wie er mir hier den Pimp Panther rausgenommen hat, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Jetzt haben wir den Punkt, das ist auch gut. Vittorio, abbassati. Es ist furchtbar.
Feind im Visier! Feuer! Abbiamo bisogno di morfina! Wir geben auf! Volle Schwarze! Avanzate, si attenti ai fianchi. Rund 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen! Wenn wir Pech haben, geht der Panther jetzt raus von dem Valentine. Ja. Was gibt es zu tun? Rückwärts, Marsch! Front zum Feind! Gut gemacht, Schütze! Volle Schwarze! Die Besten der Besten! What the fuck, ey? Warum fahren die denn schon wieder nicht dahin, wo ich das hinhaben will? Fallschirmjäger zu Diensten, Hauptmann. Santo cielo! Settimo Plotone, Compagnia C. Fallschirmjäger zu Diensten, Hauptmann. Pitzmal hat's erwischt. Warum schießt der Panther denn nicht? Weil er keine Schusslinie hat. Ich raste aus. So, haben wir ihm die Infanterie da gut streitig gemacht. Unsere Infanterie scheint hier aber rausgegangen zu sein, wenn ich das richtig sehe. Gut, aber diesmal scheint unser KI-Kollege jedenfalls das hinbekommen zu haben auf der rechten Flanke. Und den Infanterievorstoß hier haben wir auch ganz gut in den Griff gekriegt. Jetzt können wir tatsächlich mal anfangen, in den Gegenangriff zu gehen. Wenn die zwei jetzt hier raus sind, müssen wir jetzt eigentlich bloß noch hier oben diese Hochfläche irgendwie freiräumen, weil da steht, glaube ich, noch was. Spähtrupp bereit. Be fine. Be air. Sehen wir uns hier um. Knochensack sitzt. So, da sitzt auch nochmal Infanterie. Wir wurden getroffen. Oder schneit. Valentine geht raus, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt hier mal noch einen weiteren Tiger dazu holen. Gut gemacht, Schütze. 37 mm, der Scout muss zurück. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. Kommt schon. Scheiße, das war klar. Volltreffer. Komm, noch ein Schuss. Dann können wir auf den T-34 schießen. Oh. Okay, sie geht raus. Ja, Hauptmann. Stillgestanden. Gucken, was er da noch stehen hat. Aber ich glaube, das dürfte nicht mehr allzu viel sein. Sherman, Sherman, Sherman. Rot 6, kampfbereit. Feind gesichtet. So, wir müssen mal den Versorger ranziehen. Ende. Zu Befehl. Rückwärts, Mark. So, sehr gut. Jetzt stoßen wir hier vor. Was gibt es zu tun? Die stoßen vor, die stoßen vor, die stoßen vor. Die setzen die unter Druck. Sehr gut. Es geht hier weiter. 10 zu 14 haben wir das tatsächlich noch hinbekommen hier. Jawohl, Hauptmann. Wir nähern uns dem Feind, Herr Kommandant. Ich bin bald da. Ich
bin bald da. Na, das ist schön. Zug ist einsatzbereit. Speer zur Stelle. Wahrer Gefechtsgeschwindigkeit. Bereit, Herr Kommandant. Da steht noch was. Das müssen wir erstmal aufklären, bevor wir da den Tiger weiter nach vorne schicken. Bereit, Herr Kommandant. Panzer vorwärts! Marsch! Zug ist einsatzbereit. Eventuell können das die hier erledigen. Das MG dort sollte jetzt gleich Geschichte sein. Speer bereit. Attenti ai nemici. So, in der Zwischenzeit schießt der Tiger da drüben hin. Das ist auch nicht schlecht. So, das MG. Ah, guck mal da. Das ist aber nicht die Panzerabwehrwaffe, die da geschossen hat. Da steht die Panzerabwehrwaffe, die geschossen hat. 45er. Versuchen wir mal mit... mit Flugzeugen zu unterstützen. Die hier ziehen sich mal ein Stück weit zurück. Die gehen hier hin. Wir lassen erstmal die Bomber darauf klatschen. Höre sie klar und deutlich. Für das Vaterland. Ja, Hauptmann. Das Flugabwehrstellung. Sehr gut. Die zweite Bombe lag nicht so ganz so gut, aber die sind unterdrückt. Die Besten der Besten. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das MG da kriegen. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Wir brauchen die Morphium. Ah, ist eine blöde Artillerie, nervt da natürlich. So, das MG hier auf der rechten Flanke. Wenn das rausgeht, wäre schon mal ganz gut. Ja, und da ist er eigentlich auf allen Flanken hier ziemlich unter Druck. Wir holen ja mal noch einen Tiger zur Unterstützung. Ich höre. Ey, was macht denn der hier? Geh mal auf E-Weg, bitte. Alter, externer Artischlag. Oder war das eine Bombe? Nee, das war kein Flugzeug. Das war ein externer Art... Oder? Na, hat auf jeden Fall gerumst. Du kleine Made. So, wir lassen hier aber mal Infanterie nachrücken. Gute Arbeit, Richtschütze. Unser Scout-Plane ist auch wieder am Start. Da ist sogar noch ein Panzer. Marschbereitschaft hergestellt. In Ordnung. Oh ja, da steht noch einiges. Na, den Punkt jetzt nicht wieder geholt. Rot 6, kampfbereit. Luken dich, begreifen. Kommt schon, der Sherman muss da raus. Was macht denn der Panther hier leider vorrücken? Kommen. Angriff! Sie, Kommandante. Santo cielo. Stiamo ascoltando. Andiamo, uomini. Naja, er hat dann natürlich jetzt seine ganze Artillerie. Müssen wir jetzt mal noch unter Druck setzen. Die Mörser tun schon da weh. So, jetzt haben wir die rechte Flanke auch aufgeklärt. Ach, guck mal. Ja, okay. Was macht denn und die BF-109 da? Flieger sind Sieger.
Ist ein bisschen witzig hier. Scoutplane lebt noch. Haben wir selber eigentlich, außer, haben wir normale Jäger? Ja, haben wir. Okay. Taglio la corda. Wiederholen Sie, Gefechtsstand. Da steht eine. Da steht eine 57er. Ohne uns wären Sie blind. Accidenti, mi hanno colpito. Squadra Okuno pronta. Gehen wir auf die 57er, die ist am gefährlichsten, hat uns gerade schon den Panther rausgenommen. Gott, die Jäger sind echt scheiße. Ah, oh, wobei, wendig ist er. Pronti ad ingaggiare il nemico. Settimo plotone, compagnia C. Wir schicken einfach alles jetzt nach vorne, es sind eh nur noch ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Ja, diesmal hat uns die KI so ein bisschen rausgeschlagen, würde ich sagen. Nachdem wir da kurzzeitig ein bisschen Druck hatten, muss ich sagen. So, jetzt ist es eh gleich vorbei. Hier ist eh kein Punkt mehr. 4 zu 20. Die einzigen Punkte sind hier noch auf der Hochfläche. Und hier hinten, da kommen wir aber jetzt nicht mehr ran. Wir können noch maximal Schaden machen, ja. Und damit haben wir das diesmal deutlich erfolgreicher gespielt. Wir gucken mal. 4-6 Kills zu 3-9 von unserem Partner und die gegnerische KI 2-8 und 1-1. Okay, die eine KI war wieder nicht anwesend. Aber das lief diesmal deutlich besser. Wir haben gesehen, wir brauchen so ein bisschen Anlaufzeit, bis wir die guten Panzer bringen können. Die Flugzeuge haben mich nicht so ganz überzeugt. Die Bomber, ja, die mit den Raketen waren so ein bisschen enttäuschend, sag ich mal. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine schöne Schlacht hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt. G1Fan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Yukon und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.